Was war dein erstes Konzert? Ui, mein erstes Konzert war mit meinen Eltern von Nena. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Meine schönste Kindheitserinnerung? Meine schönste Kindheitserinnerung war, als ich meine ersten Fußballschuhe geschenkt bekommen habe von meinem Papa. Oh. Das werde ich nie vergessen. Schon süß. Nächste Frage. Oh Gott, das ist was für dich. Was kannst du am besten backen, kochen? Oh, vieles. Gesunde Kuchen, ja, kochen eigentlich auch alles. Alle Soßen. Ich koche gerne eine Currysoße. Mhm. Frühstück? Die ich, ah ja, frühstücken. Ah, Porridge, gebackenes Müsli. Ja, eigentlich koche ich gern alles oder backen auch. Die ist nicht so easy, glaube ich. Oh, oh. Oh doch, ich glaube schon. Oh, oh. Worauf freust du dich nach einem harten Trainingslager am meisten? Einen leckeren Kaffee? Ach so, oh ja, oh ja. Ja, den vermisse ich jetzt echt schon. Muss Kaffee. Ich mir nämlich den ganzen Tag anhören. Was ist dein Lieblingsessen im Hotel Mama? Im Hotel Mama? Oder Hotel Papa? Oh ja, Hotel Papa, Rinderrouladen. Hotel Mama, Gemüselasagne. Mhm. Ja. Mit welchem Star würdest du gerne für einen Tag dein Leben tauschen? Mit Messi würde ich gern tauschen. Mhm. Krass, mhm. Warum? Weil es mein absolutes Vorbild ist und ich gerne mal wissen würde, wie sein Trainingsalltag ausschaut. Und das Geld absahnen für einen Tag. Das hast du jetzt gesagt. Gut, nächste Frage. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? Meine Freizeit? Kaffee trinken. Ja, das war klar. Rausgehen, das Wetter genießen. Ansonsten, ja, mich mit Freunden treffen. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Ich weiß schon, was du sagst. Welche Eigenschaft hättest du gerne von mir? Von dir? Ich würde gern malen können. Ehrlich? Ja, du kannst richtig gut malen, ich nicht. Also, ja. Von daher würde ich schon gern können. Ich dachte, du sagst was anderes. Wofür gibst du das meiste Geld aus? Sehr ehrlich. Ja, ich muss überlegen. Das meiste Geld gebe ich für Klamotten, Essen, Kaffee, Urlaub. Ja, dafür. Welches geschichtliche Ereignis hättest du gerne selbst miterlebt? Geschichtliche Ereignis? Die Olympischen Spiele. Hm. Hätte ich gerne mal miterlebt, ja. Ja. Das ist auch mit das Highlight. Welches Album hast du dir zuletzt bei Spotify angehört? Boah, keine Ahnung. Ich klaue immer die Musik von dir und weiß nicht, wie sie deswegen. Heißt. Welches Lied war das? Keine Ahnung. Wohin würdest du gerne auswandern? Ich würde gern, wenn ich auswandern würde, gerne nach Australien auswandern. Mhm. Einfach, um da mal eine neue Kultur zu erleben. Ja, auf der anderen Weltkugel einfach mal das Leben dort ja, miterleben. Jo, mit solchen die Sonne. Spinnen und so? Nee, aber so Kängurus. Ja, die boxen nicht weg. Mit Sicherheit. Was ist dein größter sportlicher Erfolg? Mein größter sportlicher Erfolg? Die U20-Weltmeisterschaft in Kanada zu gewinnen und im Finale zur Halbzeit reinzukommen. Was war dein erstes Trikot? Nicht schwer. Nein. Das ist leider echt nicht schwer. Mein erstes Trikot war ein Bayern-Trikot. Ja. Mit was drauf? Oder ohne? Das erste war ohne Flock, weil meine Eltern damals noch nicht wussten, welcher mein Lieblingsspieler ist. Aber ich weiß heute noch, das war das gelbe, das gelb-grüne Bayern-Trikot. Gelb-grün? Ja. Vor meiner Zeit. Ja, da gab es dich noch nicht. Oh ja, da bin ich jetzt, also da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Wie hilfst du zu Hause im Haushalt? So, jetzt ich bin ich gespannt. Nicht, was du so lässt. Ja, dann lass mal hören. Den Geschirrspüler aufräumen. Ja. Ja, sonst abwaschen. Kaffee kochen ist auch eine meiner Aufgaben. Mhm. Auch an dich die Frage, wofür gibst du das meiste Geld aus? Das meiste Geld gebe ich tatsächlich für
Klamotten, Essen, ja, ja, Lebensunterhaltskosten. Oh, das ist auch eine interessante Frage. Wer ist dein Idol? Puh, ganz schwer zu sagen. Also wirklich schwer zu sagen. Ich finde, ich kann keinen genauen sagen. Also es gibt so viele Spieler und Spielerinnen, von denen ich gerne halt immer was hätte. Also entweder die Technik oder die Schnelligkeit. Also es gibt keinen, wo ich sage, ja, das ist es. Mit welcher Spielerin von früher hättest du gern einmal in einer Mannschaft gespielt? Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Birgit Prinz ja. ist natürlich so eine Person, die man auf jeden Fall nennen kann. Ja, aber da gab es früher auch schon das ein oder andere Duell. Also wäre auch schön gewesen, wenn man sie in der eigenen Mannschaft gehabt hätte, ja? Kann man so sagen. Oh, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Welche Eigenschaft hättest du gerne von Katharina Baunach? Welche Eigenschaft? Fußballerisch gesehen die Technik. Mhm. Definitiv. Danke. Gerne. Was zeichnet den VfL Wolfsburg aus? Den VfL Wolfsburg zeichnet einfach diese Gemeinschaftlichkeit aus, diese Leidenschaft, die Mentalität, diese, ja, diese Siegermentalität auch einfach. Ich habe es noch nie erlebt bei einer Mannschaft, dass jeder wirklich ein Ziel so verfolgt hat und jeder für jeden arbeitet und einfach auch dieser Titelhunger immer da ist. Also einfach nicht genug haben wollen, nicht genug kriegen können, das fasziniert mich wirklich sehr an dieser Mannschaft. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was wolltest du als Kind beruflich werden? Ich weiß, dass ich ganz früher immer Zoowärterin werden wollte. Ja, also mit den Tieren fand ich immer cool. Auch jetzt mag ich Tiere noch gerne. Also es wäre jetzt nicht so mein Beruf, den ich jetzt machen möchte, aber ja, schon als Kind. Was würdest du nach deiner Karriere machen? Nach meiner Karriere würde ich gerne den Trainerschein machen, um einfach auf dem Fußball erhalten zu bleiben und ja, das Wissen, was man so in seiner Profikarriere gesammelt hat, ja, an den Nachwuchs weiterzugeben. Und einfach ja, diese Freude, diesen Spaß, weiterhin auf dem Platz zu sein, mit einer Mannschaft zu arbeiten, das würde mir richtig Spaß machen.